Es geht um den Gruppensieg zwischen England und Tschechien. Genau, und im anderen Spiel treffen Kroatien und Schottland aufeinander. Alle haben noch die Chance weiterzukommen. Auf geht's in die Endphase Gruppe durch. Yeah, und wer hätte das gedacht? Tschechien reicht ein Unentschieden, um hier in der Gruppe D Gruppensieger zu werden, weil die Engländer bisher ein Torverhältnis von 1:0 haben und wieder erwarten nicht gegen Schottland gewinnen konnten. Was heißt dir wieder erwarten? Du hast sogar den großen Sir Alex Ferguson zitiert, der gesagt hat, Schottland wird England überrennen. Überrannt haben sie nicht ganz, aber sie hatten mehr Torschüsse als die Engländer. Das ist doch eine tolle Leistung. Genauso toll allerdings unsere tschechischen Nachbarfreunde, die durch den Sieg gegen eben Schottland und das Unentschieden gegen Kroatien jetzt die Tabellenführung immer noch intus haben. Mit 4 Punkten und einem Torverhältnis von 3:1 muss wirklich schon einiges passieren, dass sie nicht in die K.O.-Runde kommen. Selbst wenn sie gegen England verlieren sollten, haben wir im Kopf derzeit, der beste Gruppendritte ist die Schweiz mit 4 Punkten, aber einem Torverhältnis von 4:5. Das heißt, eine 0-2-Niederlage für Tschechien würde bedeuten, sie sind auf jeden Fall vor der Schweiz und damit auch safe in der K.O.-Phase. Ja, dann schielen sie wahrscheinlich auf den anderen Platz, aber solange sie eben nicht verlieren dieses Spiel, dann sind sie Gruppensieger. Das wäre sensationell. England ist nichtsdestotrotz Favorit in diesem Spiel und diese Quote von 1,6, die ist ja im Verlauf der letzten Tage eben auch extrem gestiegen, weil vor der Europameisterschaft hätte wahrscheinlich jeder sofort gesagt, ja, gegen die Tschechen nehmen wir mit. Jetzt hat sich's geändert, das ist die Frage. Ich finde die Quote nach wie vor sehr, sehr interessant, 1,6. Ich meine, wenn du allein schon den Kader der Engländer vergleichst, sie konnten es zwar jetzt bisher noch nicht ummünzen, aber ja, also irgendwann muss ja der Knoten platzen. Ja, es gibt auch eine interessante Historie dieser beiden Teams, denn die waren in der Qualifikationsgruppe in der gleichen Gruppe bei der EM-Qualifikation. Du hast es vielleicht noch im Kopf, damals gab es diesen Upset-Sieg der Tschechen, 2:1 haben sie gewonnen, allerdings in Tschechien, im Hinspiel war es, glaube ich, in England, da haben sie aber mit 5:0 einen ordentlich kassiert. Allerdings ist jetzt das Momentum doch ganz klar bei Tschechien und die Engländer liefern mal wieder das, was irgendwie jeder erwartet und sie können nicht das umsetzen, was sie theoretisch können könnten. Viel im Konjunktiv gesprochen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass hier die Tschechen sich zu einem Unentschieden kämpfen werden, weil wir haben ja hier auch Kommentare, die sagen, Kroatien ist dieses Jahr nicht so gut und so. Aber sie haben auch gegen Kroatien ein wirklich starkes 1-1 geholt. Da waren sie auch im Vorteil gerade in der ersten Halbzeit. Und England hat wiederum nur 1:0 gegen Kroatien knapp gewonnen. Also ich sehe hier schon eine Unentschiedenmöglichkeit. Ja, man muss halt auch sehen, wie die gespielt haben. Die Engländer haben schon teilweise wirklich, vor allem im ersten Spiel, super zusammengespielt. Wenn du dir anschaust, wie das erste Tor der Engländer im Turnier rausgespielt wurde und wie die Tschechen zu ihren Toren gekommen sind. Es war nur eine Flanke auf Schick mit dem Kopfball, ein Schuss aus 50 Metern und dann noch ein Elfmeter. Also da haben die Tschechen einfach nicht die Argumente, außer Schick hat keiner getroffen. Also der hat 3 Tore und deswegen ist diese England-Quote mit 1,6 sehr, sehr gut. Da wärst du dumm, wenn du nicht drauf setzen würdest. Auf der anderen Seite, ja, gönne ich es natürlich am meisten den Tschechen, wenn sie hier was reißen. Ich selbst würde auch nicht auf die 1,6 setzen, sondern auf diese 2,08. England minus 1. Wenn schon, denn schon. Aber auch nicht mit viel Einsatz, weil ja, das Risiko ist nicht von der Hand zu weisen. Nichtsdestotrotz ist diese Quote zu gut. Und als Engländer, wenn du jetzt anfängst, vor Tschechien Angst zu haben, dann kannst du gleich mit dem Fußballspielen aufhören. Also das sage ich als Tschechien-Sympathisant. Ja. Und die sind halt einfach, haben wir schon 100-mal gesagt. Und das hat sich jetzt auch nicht durch diesen Gruppenverlauf großartig geändert. Sowas wie gegen Schottland, wenn das nochmal vorkommt. Ja, aber gut. Ja. Du steckst nicht drin sozusagen. Ich möchte auch nochmal trotzdem betonen, dass Tschechien wirklich gegen Kroatien am Drücker war, gerade in der ersten Halbzeit. Aber wir sind jetzt hier auch
für Wetttipps. Und da muss man schon sagen, hat diese Quote mit Asian Handicap auf England unglaublich viel Value, weil du hast halt mit einem 1-0, 2-1-Sieg, kriegst du deinen Einsatz zurück. Und man muss auch mal wieder das Rad zurückdrehen. Du sagst es ganz richtig in diesem Fall. Das ist jetzt hier ein Entscheidungsspiel. England muss das auch gewinnen, weil die können nicht auf Unentschieden spielen. Wenn sie verlieren, tut es auch nicht großartig weh, weil dann sind sie trotzdem weiter. Also das heißt, ich finde diese Wette aufgrund der Quote sehr, sehr gut. Und was denkst du? Schreib's in die Kommentare. Schaffen die Engländer es, in die Erwartungshaltung zurückzukehren, oder schaffen die Tschechen hier wieder eine Überraschung und werden am Ende Gruppenerster? Was mich hier noch irgendwie stutzig macht, über 2,5 Tore bei einer Quote von 2,3. Ist das eine super hohe Übertorquote? Und wenn man davon ausgeht, dass ja England dieses Spiel gewinnen muss, die werden anrennen, Tschechien wird verteidigen, aber sobald England ein Tor schießt, wird Tschechien vielleicht auch aufmachen und dann vielleicht auch, so sattelfest ist die englische Defensive vielleicht auch nicht. Also diese Quote von 2,3 auf über 2,5 Tore ist schon auch sehr attraktiv. Würde ich trotzdem nicht machen, aber ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, auch hier wieder, wenn du die Historie heranziehst, in den bisherigen 4 Spielen der beiden Teams sind genau 14 Tore gefallen. Also im Schnitt irgendwas mit 3,5, ganz genau. Von daher macht das schon Sinn, auch wenn Tschechien, ja, vielleicht überraschen sie ja und werden sogar ein bisschen pressen. Wer weiß es schon, ich finde beides sehr gut spielbare Wetten. Das Risiko und die Quote ist im Einklang. Von daher haben wir hier schon mal 2 Ideen. Mein Ergebnistipp, by the way, ist ein 2-1 für England. Ja, das habe ich noch mal überzeugt. Ich sage 2-0 England, weil die Tschechen gegen England irgendwie, ja, denen fehlt da irgendwie das durchschlagende Momentum. Auf der anderen Seite, wenn wir uns das anschauen, Kroatien kann sogar noch irgendwie Kroatien kann nicht mehr Zweiter werden, oder wer kann nicht mehr Zweiter werden? Es ist höllisch kompliziert, da muss man mit dem Rechnen wieder anfangen. Zumindest Schottland, glaube ich, kann bestenfalls Dritter werden, denn selbst wenn sie gegen Kroatien gewinnen, haben sie 4 Punkte, aber haben das direkte Duell gegen Tschechien auf jeden Fall verloren und können deswegen Tschechien nicht mehr überholen. Und selbst mit einem Sieg wäre Schottland bestenfalls Dritter. Die Kroaten hingegen, die können noch Zweiter werden, wenn sie ihrerseits gegen Schottland gewinnen und dann diese Tordifferenz zu den Tschechen aufholen. Insgesamt brauchen sie 4 Tore, die sie aufholen müssen, ob das jetzt England mit 3-0 und Kroatien mit 1-0 macht oder Kroatien mit 3-0 und England mit 1-0. Am Ende des Tages müssen sie 4 Tore Differenz zu den Tschechen im Moment aufholen, um selber Zweiter werden zu können. Sonst wären sie mit einem Sieg halt Dritter, guter Dritter. Und das muss halt das Ziel der Kroaten in diesem Spiel sein. Und da haben wir eine ähnliche Situation. Vor der Europameisterschaft hätte man bei einem Spiel Kroatien gegen Schottland den Kroaten wahrscheinlich eine Quote von 1,6, 1,7 gegeben, weil die Schotten ja zu den absoluten Außenseitern dann bei dieser EM gehören. Jetzt weiß ich es ehrlich gesagt noch gar nicht, was die für eine Quote haben, aber ich habe schon nachgeschaut, aber wenn ich es nicht wüsste, könnte man schon davon ausgehen, durch die ganzen Leistungen, Kroatien down und Schottland gut, haben sich die Quoten natürlich massiv verschoben, was aber wiederum auch nicht unbedingt der Realität entspricht, denn Kroatien, nur weil sie jetzt kacke gespielt haben ein paar Spiele, heißt es ja nicht, dass die nichts mehr können. Das sind ja nach wie vor super Spieler. Aber das ist so ein bisschen auch der Türkei-Glaube. Man denkt, man ist super stark, man hat super Spieler und am Ende des Tages bist du keine gute Mannschaft. Und Schottland hingegen hat gefightet, hat den Punkt gegen England wie einen Sieg gefeiert und hätte auch hier bestimmt Chancen und wird auch bis zum Umfallen kämpfen. Ob es dann im Umkehrschluss reicht, das wird die Frage sein. Sorry. Also so richtig viel Tore hat ja Schottland trotz der guten Leistung gegen England auch noch nicht geschossen, nämlich keins gegen Tschechien und auch keins gegen England. Also das müssen sie auch erst nochmal zeigen, dass sie hier Tore schießen können. Was für
Schottland spricht. Sie haben noch nie in ihrer Geschichte gegen Kroatien verloren. Sie haben dreimal unentschieden gespielt und zweimal gewonnen. Und ja, sie haben Heimspiele. Das ist vielleicht auch nochmal ein Riesenvorteil. Kroatien muss sich einfach seiner Stärken besinnen. Du sagst es, die denken vielleicht auch, dass sie ein bisschen over the top sind. Sie waren im Finale, in der Weltmeisterschaft. Und jetzt müssen sie auf einmal um den Einzug in die K.O.-Phase kämpfen. Die richtigen Kämpfer sind aber wiederum auf der anderen Seite. Das hat ja wirklich der englische Fußball, gerade die nicht-englischen Teams, also Schottland, Irland, Wales, kämpfen können sie. Und von hier bin ich jetzt tatsächlich baff, Radek, denn ich habe mir auch die Quote nicht angeschaut. Und hier haben wir auch schon wieder einen No-Brainer. Völlig egal, was die ersten beiden Spiele gegeben haben. Wir haben hier ein Entscheidungsspiel, das ist eh nochmal was ganz anderes. Und da muss ich doch einfach diese internationale Erfahrung von Kroatien durchsetzen. Und bevor ich hier von irgendeinem Finger penetriert wäre, sage ich jetzt Kroatien-Sieg. Ja, man sieht's, unser Studiopublikum findet es auch gut, dass du es erkennst, dass diese Quote auf Kroatien einfach auch viel zu gut ist, um sie jetzt vor den Highlandern einzuscheißen. Und deswegen back to the normal. Man setzt beim Wetten ja nicht auf außergewöhnliche Überraschungen, was natürlich ein Punkt oder sogar ein Sieg der Schotten wäre. Ein Unentschieden ist immer die Gefahr beim Fußball, ganz klar, aber in jedem Spiel. Und wie gesagt, wenn die Quote für einen Favoriten, der eigentlich um so viel besser sein müsste, gegen eine Mannschaft, die noch kein Tor geschossen hat und noch dazu die Kroaten auch eine gute Abwehr haben, weil sie auch zwar ein Elfmeter-Tor gegen Tschechien kassiert haben, oh wie schlimm, und natürlich gegen England eins, das wahnsinnig gut rausgespielt hat, war auf der anderen Seite, ja klar, kann immer eine Überraschung passieren, aber darauf setzt man nicht. Und deswegen, diese Quote auf Kroatien ist Zucker, die muss man mitnehmen und immer schön im Rahmen des Bankroll-Managements. Und dann haben wir hier immerhin zwei ganz attraktive Wetten in der Gruppe auf den Vize-Weltmeister Kroatien und dem WM-Halbfinalisten 2018 England. Und in der Hoffnung, dass sie wieder an alte Stärke anknüpfen und im letzten Spiel beweisen, dass sie auch hier eine Turniermannschaft sein können. Dann dein Ergebnistipp. Die Engländer gewinnen gegen Tschechien mit 3-0. Die lassen so richtig die Sau raus und die Kroaten gewinnen gegen Schottland 2-1. Ich sag 1-0. Kroatien. Für die Kroaten. Aha, ja, reicht ja dann, um diese Quote mitzunehmen. Gut, wie tippt ihr da draußen? Lasst ein Like und ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Bis morgen.